zu Hause ist man in sich und nur in sich. Und das können keine Freunde und niemand kann das irgendwie wettmachen. Also wenn man in sich selber nicht zu Hause ist, wird man sich immer einsam fühlen und wird immer viel nach etwas suchen. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the song. Ich habe mein Vanlife begonnen mit einem T4 und bin dann aber vor 1,5 Jahren in meinen neuen Bus, einem Postbus Sprinter, gezogen. But it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed. Genau, das ist ein Postbus, der ist früher mal bei der DHL gefahren. Danach war er dann eine Werkstatt, eine mobile Werkstatt für E-Bikes. Und ja, die Busse sind sehr verschrien. Also das hört man ja ganz oft, dass die Motoren irgendwie das nicht gut und alles so oft benutzt wird und an, aus, die Türen so oft auf und zugemacht werden. Ich bin der Meinung, man kann wie mit jedem Auto richtig in die Scheiße greifen, man kann aber auch einfach mal Glück haben. Und wenn man muss halt gucken, wo man sich so ein Auto kauft. Wenn du dir jetzt so ein Ding von der DHL kaufst, was direkt Berlin-Mitte gefahren ist, okay, dann gebe ich dem recht, ist das sicherlich schwierig, weil da auch einfach nochmal ganz anders gefahren wird, als wenn man zum Beispiel einen vom Land kriegt. Ist so. An aus gehen die, aber die Technik ist auch dafür gemacht. Ich bin bislang sehr zufrieden mit dem Auto, sehr. Das ist keine Tafelkreide, wie jeder fragt, sondern das ist eine matte, schwarze Folie. Ich bin viel lieber unauffällig unterwegs und das ist nicht unauffällig. Egal, wo der Bus steht, es kommen immer Menschen ran, immer, die sich das natürlich durchlesen, was da drauf steht. Die Leute gucken ja nicht nur von der Ferne, sondern die gehen dann auch wirklich ran und touchen dann so auch an den Bus und das hört man halt alles drin und das ist, ach nö, das ist nicht so meins, das möchte ich nicht mehr. Als ich im April 2018 meine Wohnung abgegeben habe, bin ich erstmal in einen T4 gezogen. Der hatte ein Hochdach, also war schon auch mit Stehhöhe und allem. Und da habe ich relativ schnell festgestellt, dass der Raum, gerade als ich reise mit Hund, relativ begrenzt ist. Und dass natürlich dann, wenn schlechtes Wetter kommt, das Ganze dann nicht mehr so schön ist, ne? Und genau, dann bin ich letztes Jahr, war das jetzt 2019, Mitte 2019, habe ich mir jetzt diesen neuen Bus hier zugelegt. Beste Entscheidung ever. Ich habe mit dem T4, glaube ich, auch so ein bisschen erstmal probieren wollen, ob dieses Fulltime-Vanlife wirklich was für mich ist. Das war dann relativ schnell klar, okay, die Nummer läuft, dass ich gehe nicht wieder zurück in die Wohnung. Und der Umzug dann in diesen Postbus war wirklich oder ist großartig. Also das Auto ist ja groß, also in der Stadt verflucht man es oft, aber ich möchte diesen Raum einfach, den ich hier habe, diesen vielen Platz, meine 3-Zimmer-Wohnung echt nicht mehr missen. Weil auch wenn mal ein paar Tage schlechtes Wetter ist, ich einfach nicht das Gefühl habe, dass mir hier drinnen die Decke auf den Kopf fällt. Also bei weitem nicht. Dass ich immer schön überlegen kann, möchte ich in der Sitzecke sitzen oder ins Bett gehen. Oder ich habe einfach die Möglichkeit, mich zu bewegen. Und das ist natürlich total großartig. Jetzt gerade bin ich mal kurz in Deutschland, um ein paar Sachen zu organisieren und zu klären. Ich habe damals, als ich meine Wohnung aufgegeben habe, einige Sachen, weil ich schon sehr lange selbstständig bin, in eine Lagerbox gebracht. Und diese habe ich auch bis dato behalten, weil das für mich noch so, hey, das ist noch so ein Ankerpunkt in meiner Heimat. Und dann hat man immer einen Grund, schön dahin zu fahren, in die Lagerbox reinzugehen, irgendwelche Sachen da rauszunehmen oder reinzutun. Genau, und ich habe jetzt für mich eigentlich schon vor einem halben Jahr beschlossen, die löse ich jetzt auf. Sortiere die auch gerade durch und das, was davon jetzt nochmal übrig bleibt, geht einfach zu meiner Mama, weil man hat ein paar Sachen. Ich liebe Minimalismus, aber
eine Vergangenheit oder Steuerunterlagen sollte man jetzt nicht unbedingt komplett wegwerfen. Das ist nicht so klug. Aber ich bin jetzt einfach so weit, und das war jetzt so die Entwicklung der letzten zweieinhalb Jahre, dass ich ja jetzt komplett loslassen kann. Obwohl ja jeder schon sagt, Mensch, Karin, das hast du ja schon gemacht, aber diese Lagerbox und so, das war halt immer noch mal so ein der Notanker, ne? Also da standen auch einfach Sachen drin, die habe ich da reingestellt, weil ich dachte, wenn ich mir mal wieder eine Wohnung nehme, sind das die Sachen, die ich am Anfang brauche. Und das habe ich jetzt einmal alles verschenkt. Und genau, jetzt löse ich die gerade auf und das fühlt sich so großartig an. Also da ist jetzt wirklich dann alles weg und das ist nochmal ein Schritt mehr Freiheit, was man gar nicht glaubt, weil ich habe das damals schon gesagt, dass ich mich wahnsinnig frei fühle, aber jetzt ist einfach nochmal mehr Freiheit. Jetzt gibt es außer, auch wie jetzt der Grund TÜV, eigentlich nichts, um zurückzukommen, so richtig. Klar, Freunde, ne? Das weiß man, aber so jetzt bin ich so völlig vogelfrei und jetzt kann sich da einfach was entwickeln, was auch immer sich da entwickeln mag. Die Küche ist endlich sehr groß. Ich habe ja vorher in einem T4 gewohnt und ja, die Küche ist so groß wie mein Bett, aber also es ist total schön, so viel Platz zu haben, so eine riesen Arbeitsfläche zu haben, Platz für eine sehr große Kühlbox zu haben, weil ich immer sehr viel Obst und Gemüse mit mir rumfahre, gerade im Sommer. Jetzt gerade ist sie natürlich nicht an, logisch kalt genug. Genau, und ich habe riesen Schubladen, was ich sehr liebe, für die Organisation. Tada, da ist mein ganzes Geschirr drin. Genau, hier sind dann so, jetzt hängt es natürlich, auch nochmal so Essenssachen, was man halt so braucht, ne? Linsen, Couscous, alles Mögliche. Genau, und das liebe ich sehr, also endlich diesen wahnsinnigen Platz zu haben und Speisen zubereiten zu können, ohne... Damals im T4 war auch okay, da hatte ich eine Flamme, aber das ist jetzt natürlich Luxus pur. Oh, mein Wellnessbereich, sehen Sie hier drüben, ist, genau, also es ist quasi mein Klo. Und oben drüber sind alle Sachen fürs Bad, was man so braucht, sicherlich recht viel bei mir, aber ja, so ein bisschen was vom Hund dabei. Ja, ich habe eine eigene Kabine fürs Klo und ich feiere dieses Klo richtig hart, weil... Das habe ich mir im Zuge des Ausbaus jetzt gegönnt. Dieses Ding heißt Nature's Head. Und Nature's Head ist eine, oh Gott, kriege ich es zusammen, Trenn- und Komposttoilette. Also es ist nicht nur eine Trenntoilette, wo fest von flüssig getrennt wird, sondern die kompostiert noch, was den wahnsinnigen Vorteil hat. Ich hatte vorher ein reines Trennklo. Und dann hat man eben, wenn man hauptsächlich im Camper lebt, jeden Tag mindestens eine Mülltüte nur dafür. Und das entfällt jetzt komplett. Ich habe keine Mülltüten mehr, weil da ist ein Feststoffbehälter drin, der ist auch abgeschlossen. Und da drin wird der Feststoff kompostiert. Da kommt ein Kokospatty rein, beziehungsweise den lässt man aufquellen, dann tut man das da hinten rein und dann kompostiert sich das selber. In diesem Behälter, weil ich alleine unterwegs bin, werde den so circa alle 3 bis 4 Monate leeren müssen. Ich tue natürlich kein Klopapier da rein, das wird... Nein, das kompostiert sich ja nicht. Und somit, ja, könnte man dann sogar diese Sachen oder den Inhalt dieses Behälters quasi in den Wald kippen. Weil es ist nichts drin. Also es ist kompostiert, es sind Naturstoffe. Die Kokospatties habe ich hier hinten. Kleinen Jahresvorrat von 3 Stück. Die sehen so aus. Die lässt man aufquellen mit Wasser. Dann wird es ganz viel und das tut man da hinten rein und... Das ist super, da läuft die ganze Zeit ein mini kleiner Lüfter, aber auch so riecht es einfach nicht und vorne geht halt das Flüssige rein und den Kanister entleert man dann einfach immer. Ich habe ja erst überlegt, ob ich das Klo zu einer richtigen Nasszelle baue, also heißt die Wände wasserdicht mache und so eine Wanne reinbaue und so die Toilette, also die Nature's Head hätte das auch hergegeben, weil die ist halt so im System, da rostet nichts und könnte man machen, die kann im Wasser stehen sozusagen. Und man wird halt irgendwann auch so, also ich bin so sehr zielorientiert und simpel ist gut, Nummer. Und wenn man im europäischen Vanlife auf Instagram guckt, sind das ja immer so alles, also viele so High-End-Busse. Finde ich cool, wer daran totale Freude hat, yay,
do it. Ne? Und dann, wenn man aber zum Beispiel mal nach Amerika guckt, da stellen die ganz oft einfach so eine Wanne in die Mitte des Busses, Vorhang, und ich feiere immer noch meine Decathlon-Campingdusche sehr. Da fülle ich warmes Wasser rein und kann ja drinnen duschen. So, also das heißt, ich stelle hier unten eine Klappwanne hin. Jetzt bei den Temperaturen in Deutschland fahre ich zu Freunden. Das tue ich mir nicht an, weil es auch einfach zu viel Luftfeuchtigkeit danach im Bus hat. Und hier kenne ich ja viele Menschen. Genau, aber hier würde ich das so lösen. So eine Wanne aus LKW-Plane kommt unten auf den Boden, dann kommt drumherum, sieht man, da kann ich auch überall anhängen, so Duschvorhänge, und dann kann ich mich duschen. Oder man hat mal Lust auf ein bisschen Luxus und fährt eben auf dem Campingplatz. Aber ich dusche mich im Schnitt tatsächlich einmal pro Woche. Das reicht. Der Rest ist halt so Körperpflege. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich nur einmal die Woche wasche. Ne? Ich habe da so Waschlappen hängen und so. Und ich finde, das reicht. Also klar, wenn ich stinke, wird geduscht, so wenn man irgendwie Sport gemacht hat. Aber so im normalen Alltag tut es meiner Haut auch ganz gut, das relativ selten zu machen. Ja, und das ist meine Entscheidung. Ich mache das ganz simpel. Und die Wanne, ich dusche mittlerweile mit 6 bis 7 Litern, selbst mit Haare waschen. Ich brauche einfach super wenig. Und das kann man eventuell dann auskippen. Oder man sammelt das und tut das halt an der Station irgendwie abgeben. Ne? Also weil in Spanien gibt es überall diese 8-Liter-Gallonen. Da kann man das reinfüllen aus der Wanne raus und dann einfach irgendwo am Campingplatz, wenn man jetzt viel Seife oder so genommen hat, da halt einfach wegkippen. Wobei das ja da auch alles bloß im Boden sickert. Aber gut, genau, Seifen nehme ich eh nur noch Naturprodukte, also nichts anderes mehr. Ich glaube, wenn man dann eine Weile im Bus gelebt hat, dann passt man sich, oder ich habe mich sehr angepasst und bin sehr reduziert unterwegs und mag keine Chemie mehr und genau, lass eher mal Seife weg, statt ich sie dazu nehme. Und das funktioniert, also es funktioniert auch richtig gut. Und ich mag das, das ist mein Abdruck sozusagen. Klar, ich fahre auch ein Auto mit Diesel und so, da könnte man jetzt streiten, aber so der ganze Rest, ich verbrauche, weiß ich nicht, wenn es hochkommt, 30 Liter Wasser in der Woche. Die Vorzüge eines Postbusses sind: ich kann die Fahrerkabine, wenn jetzt hier nicht so Zeug dazwischen liegen würde, von meinem Wohnraum trennen, was, wenn man unterwegs ist, natürlich fantastisch ist. Gerade bei kalten Temperaturen mache ich dann abends hier zu, dann habe ich hier im Wohnraum, ist es schön warm. Und die Fahrerkabine ist ja das, wo sich die meiste Wärme verliert. Und somit kann ich das abgrenzen oder ich möchte einfach meine Ruhe haben und dann mache ich hier die Tür zu. Und ich finde das extrem geil. Also ich finde das super, vor allem, dass es für mich auch auf Höhe ist. Ich bin ja eine sehr große Person. Und dass ich dadurch einfach hier vorlaufen kann. Und nicht wie damals im T4 musste ich immer so super reinkrabbeln. Das muss ich jetzt nicht mehr machen. Sehr rückenfreundlich. Die Sitzecke ist riesig, hat Platz für mehrere Personen. Auch das mag ich sehr. Ich habe endlich einen richtigen Tisch zum Arbeiten, was natürlich super ist. Viel Platz für den Computer. 2 gute Sitzhocker, wo bei dem einen unten drunter, wie es jeder hat, eine Essensbox ist mit vielen Leckereien. Genau. Und auf der anderen Seite super chaotisch. Darunter ist mein ganzes Werkzeug. Das kann man so anklappen, genau. Und es ist sehr viel Platz, gerade nicht so viel Beinfreiheit, weil ich noch ein bisschen am Bauen bin. Aber ansonsten kann ich da dran wirklich sehr, sehr gut sitzen. Ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Das ist ein wahnsinniger Vorteil. Und ja, ich mag die Sitzecke. Man kann mal abends jemanden einladen zum Essen. Ich habe noch so einen Sitzhocker, den kann man dann hier erstellen. Und dann können hier locker 3 Leute sitzen und abends essen. Und das ist schon ziemlich geil, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Wahrscheinlich würden hier sogar 2 herpassen. Und dann kann man in großer Runde, wenn es draußen mal regnet, wunderbar hier drinnen chillen. Ich habe, als ich damals April 2018 in meinen Bus gezogen bin, die Community gegründet der Van Love Girls. Die Community ist sehr gewachsen. Ich möchte sagen, das ist mittlerweile die größte Frauen-Community in Deutschland, weil das ist halt Girls Only. Es dürfen nur Frauen rein. Und das Projekt ist einfach wunderbar. Jetzt dieses Jahr war es natürlich sehr holprig, weil wir wollten komplett durchstarten. Das heißt, wir wollten dieses Jahr Workshops machen für die Mädels. Also vom Schrauber-Workshop bis Möbelbau-Workshop war eigentlich alles geplant. Wir wollten deutschlandweit Österreich und Schweiz Treffen machen. Wie jeder weiß, was dann kam, nämlich die große Absage, dass das nicht geht, konnten wir das jetzt natürlich nicht machen. Die Mädels haben aber manchmal so kleine private Treffen gemacht, das was eben erlaubt war. Oder wir waren jetzt Ende des Jahres auf 2 mitvertreten im Bereich. Also die Mädels hatten dann da einen Bereich, das war total schön.
Genau, das ist das, womit ich sozusagen mein Geld verdiene. Ich versuche gerade oder tue das gerade, ich digitalisiere ziemlich viel. Einen Schrauber-Workshop kriegt man nicht digital hin über Zoom. Das funktioniert einfach nicht, weil dann sollte man auf jeden Fall am Auto stehen und das da machen. Aber ich speziell mache Coachings für welche, die ortsunabhängig arbeiten möchten, weil das ist ja das größte Ziel dahinter, Langzeit, also für viele einfach lange unterwegs sein zu können und viele fahren zurück, weil das Geld alle ist. Und es ist einfach total schön, etwas aufzubauen, wo man komplett ortsunabhängig ist und das am besten noch mit den eigenen Stärken, die man hat. Also nicht nur jetzt die virtuelle Assistenz zu machen, weil es eben Geld bringt, sondern gerade Frauen auch darin zu fördern, sich selbstständig zu machen, weil das sind auf jeden Fall noch sehr wenige. Leider, statistisch auch belegt, es gründen mehr Männer als Frauen. Das finde ich sehr schade. Und da unterstütze ich. Mein Schlafzimmer, mein Heiligtum. Ja, also das ist ein Bett 1,90 mal 1,40. Allerdings schlafe ich hier quer drinne, weil der Bus das hergibt. Die sind halt sehr breit. Wobei 1,90 natürlich fürs entspannte Schlafen für mich auch nicht so ganz geht. Ich liege hier meistens nochmal schräg drinne, wenn ich Platz habe, weil ich bin 1,90 und das wäre da ein bisschen unbequem. Aber ich mag das sehr, weil dazu hat man, also dadurch, dass das so rum ist, habe ich super viel Raum noch gewonnen. Ne? Als wenn wir sagen, jetzt 2 Meter wäre ungefähr hier, würde das ja hier alles gar nicht mehr so funktionieren. Das ist ganz toll, direkt unten drunter schläft Mo an ihrem kleinen süßen Hundebett. Und genau, rechts und links ist dann noch Stauraum. Klar, das ist sozusagen mein Keller da unten. Und ja, das zu meinem Bett. Das ist halt wirklich, oh, ich liege gerne im Bett. Und das Schöne ist, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, ich kann überlegen, ob ich da sitze oder da liege. Oder damals im T4 war halt immer alles auf dem Bett. Und jetzt kann ich das trennen und das ist halt mega schön. Man ist nicht einsam, weil man niemanden um sich drum herum hat. Also für mich gibt es ein was ganz Wichtiges. Zu Hause ist man in sich und nur in sich. Und das können keine Freunde und niemand kann das irgendwie wettmachen. Also wenn man in sich selber nicht zu Hause ist, wird man sich immer einsam fühlen und wird immer viel nach etwas suchen. Und das ist halt ganz wichtig, dass man Frieden in sich findet und die Heimat vor allen Dingen in sich. Viele nutzen Reisen auch, um vor etwas zu flüchten. Das macht natürlich relativ wenig Sinn, weil wir dann alle irgendwann feststellen dürfen und lernen dürfen, das reißt alles mit. Und irgendwann kommt dieser Punkt. Und wenn man dann eine Weile schon unterwegs war und die ersten paar Monate ist alles so happy life und man entdeckt so viele tolle neue Sachen. Aber dann kommt irgendwann auch beim Reisen Routine. Und dann passiert es meistens, dass dann die alten Themen anklopfen. Man sollte die angehen und indem man die angeht, findet man ja auch immer mehr zu sich. Vorher war es ja eine Flucht vor sich selber am Ende, vor den eigenen Themen. Wenn man sich dessen annimmt, schafft man es aber irgendwann, bei sich selber anzukommen. Und das ist mega. Also das ist, glaube ich, das, warum ich auch so viel Freude daran empfinde, unterwegs zu sein, für mich zu sein. Also ich feiere das ja oft. Also ich feiere für mich Stille und für mich sein mehr als irgendwie, ich brauche nicht jeden Tag Gesellschaft, das überfordert mich sogar, sondern ich mag es total, mit mir zu sein, da ganz viel Ruhe reinkommen zu lassen und das ist was ganz, ganz Tolles. Es hängt natürlich, das muss man auch dazu sagen, es hört sich immer so leicht gesprochen an, ne? Dieses, ja, du musst Heimat in dir finden. Jeder hat seine Geschichte und jede Geschichte braucht eine andere Form der Aufmerksamkeit. Dass jetzt nicht jeder losfährt und sofort ins Reine mit sich kommt, ist auch klar. Ich habe auch eine sehr bewegte Vergangenheit und ich habe es halt auch geschafft. Ne? Also wenn man nicht irgendwann anfängt, kann es halt sein, dass man immer flüchtet. Und das wollte ich nie. Also für mich war das so, nee. Ich möchte schon gern irgendwann so für mich in Ruhe und Frieden kommen und dieses Glück, was ich mittlerweile durch diesen Lebensstil habe, dass ich einfach so tief glücklich bin mit mir und dem drumherum, ist einfach toll. Also ich habe keine Ahnung, was da noch so kommt, so, aber gerade ist fantastisch. Gut, Deutschland ist für mich eine Challenge wegen den Temperaturen und wegen den vielen Menschen, aber auch da weiß ich ja, dass das vorbeigeht und ich kann trotzdem in diesem Moment glücklich sein.
auch wenn mich das stresst, das sind ja immer nur so kurze Momente, wo man das hat, ne? Das geht ja alles vorbei, das sind alles Emotionen, ich muss das ja nicht festhalten. Und dann gibt es zwischendurch genauso Momente, wo ich da sitze und sage, yes, jetzt gerade alles wieder, jetzt gerade alles wieder schön. Also ein Leben ist ja nie geradlinig, das ist ja auch Quatsch, es geht ja immer hoch und runter. So, jetzt zeige ich euch mal die Rückseite meines Busses. Normal sind diese Türen beim Postbus, also die Fenster sind normalerweise hier unten. Hier wurden aber die Türen umgedreht, das habe ich selber nicht gemacht. Das soll aber relativ simpel sein, weil ich natürlich die Fenster oben haben möchte, wegen Licht. Und genau, jetzt zeige ich euch das mal. Ist alles noch nicht ganz fertig, aber wie es halt so ist. Ein Camper da sein, da ist viel Platz zum Rein- und Raustragen. Genau, ich habe jetzt einmal hier sowas davor gemacht, weil es zieht halt immer im Winter. Und tada, da hängt mein gutes Fahrrad drin. Gerade so ein bisschen eingebaut, aber das war mir halt wichtig, das da mit reinzunehmen. Und auf der Seite seht ihr nochmal wunderbar ein schönes Regal. Mit so viel Kleinkram, ein paar Büchern. Ich bastle halt ganz gerne. Und genau, das steht da alles drin. Und das ist fantastisch, dass man nochmal so eine, ja, so eine Heckgarage hat, die einfach, ja, da kann man immer schön Sachen reinstellen, auch große Sachen reinstellen. Das ist total super. Genau. Und schön wäre da oben noch irgendwann eine Rückfahrkamera, aber mittlerweile habe ich mich quasi fast schon dran gewöhnt. Das Auto hat fast 7 Meter und ich hätte es nicht gedacht, aber ich kann das mittlerweile echt gut fahren. Und ja, in der Stadt wäre natürlich eine Heckkamera, also eine Rückfahrkamera fantastisch, aber da, wo ich meistens unterwegs bin, brauche ich das eh nicht. Da ist so viel Platz, dass ich da, ja, das nicht brauche. In der Stadt fahre ich oft viele Runden, bis ich einen großen Parkplatz finde, weil es ist ja nicht nur sehr lang, das Auto, sondern auch sehr breit. Macht euch auf die Reise zu euch selber. In welcher Form auch immer ihr das lebt, ob ihr euch jetzt einen Camper kauft, losfahrt in die Welt, an den Küsten Deutschlands, Frankreich, Spanien steht, ist völlig egal. Aber findet euch selber in dem ganzen Trouble und dann findet ihr da auch eine Form für euch, wie ihr glücklich werdet. Das ist eigentlich das, was ich sagen kann. Es gibt dafür nie wirklich ein Geheimrezept, wie man oder den Masterplan, wie man das machen kann. Den gibt es nicht. Dazu sind wir Menschen einfach viel zu individuell. Aber ich kann nur motivieren und sagen, macht euch auf den Weg. Weil ich glaube, wirklich dieses Jahr hat uns so sehr gezeigt, was wichtig ist. Also zumindest wünsche ich das ganz, ganz vielen Menschen, dass das erkannt wird. Und dass es vor allen Dingen, die Zeit ist nicht mehr dafür da, sein Leben zu verschwenden dazu. Also das war dieses Jahr so rumpelig und Dinge aufzuschieben und zu sagen, man hat noch super viel Zeit. Ist, weiß ich nicht, ob das so eine kluge Entscheidung ist. Also, weil das Leben wartet nicht auf einen. Das ist der Punkt. But it feels like yesterday somehow.